Nur 5 Zutaten und vor allem nur 10 Minuten Arbeit. Nach dem Video wisst ihr, wie sie gehen. Die einfachsten Brötchen der Welt und Weltbäcker des Jahres. Axel Schmidt ist hier und nimmt uns an die Hand und er nimmt uns vor allem auch die Angst vom Backen. Aber es gibt einen Trick und den zeigen wir euch jetzt. Auf geht's. Und es ist tatsächlich so, viele Leute haben einfach Angst vorm Backen. Warum auch immer. Weil Kochen halt nicht Backen ist. Das ist richtig. Deswegen geben wir jetzt dir einfach den Kochlöffel wieder zurück und du zeigst uns jetzt mal, wie das Ganze funktioniert. Wichtig beim Backen ist Rezeptgenauigkeit. Gramm wiegen auch Wasser und dann gelingen auch die Rezepte. Also aufs Gramm genau? Ganz genau. Nicht wie beim Kochen, so ein bisschen aus der Hüfte und so noch eine Zwiebel und ein bisschen. Das ist beim Backen tatsächlich der größte Unterschied. Man braucht eine Waage und vielleicht ein Rezept, was funktioniert. Und ich weiß, dieses Rezept funktioniert. Es wurde viele Millionenfach geklickt, denn es ist sehr flexibel. Man braucht kein großes Equipment und die paar Zutaten. Ein Mehl, ein bisschen Zucker, Salz, Hefe, Wasser. Mehr ist es nicht. Und beim Mehl, da könnt ihr nehmen entweder Dinkelmehl oder Weizmehl, was ihr eben zu Hause habt oder lieber mögt. Also für einen 5er, 5er, 50er ist alles vollkommen egal? Genau, was man so für einen Haushalt zu Hause hat, das sind ja diese Mehle oder Dinkel 6,30, funktioniert wunderbar, ohne Probleme. Als würde das noch nicht reichen, ist das ein No-Need-Teig. Das heißt, wir brauchen keine Maschine. Wir brauchen nichts außer Löffel, Schüssel. Und das war schon an Equipment. Händchen. Und jetzt geht's los, denn wir haben schon länger geredet, als das Zubereiten dauert. So, und all in, also alles gleich rein. Gibt ja auch Knettechnik, wo man später Salz und später Hefe und ein bisschen kompliziert. Nee, wir machen ja das einfachste Brötchen der Welt. Hefe dazu, zerstreuseln wir ein bisschen, dass es sich durch das Rühren dann auch vermischt. Eine Frage. Ja, die Hefe Herr. Und das Salz. Bevor du jetzt weitermachst, ja? Ist auch das, also ich glaube, die meisten Fragen sind, darf ich Hefe und Salz zusammen vermischen? Das kannst du gern vermischen, denn wir wollen nicht, dass die Hefe sich immer weiter vermehrt, also hier fleißig Vollgas gibt. Aha. Sondern, aber das ist auch das, was die Triebkraft am Ende gibt, oder nee, nicht? Nee, die Triebkraft entsteht jetzt durch die Hefe, die da drin ist. Okay. Denn die kann weiter CO2 und Alkohol produzieren hier drin. Und das macht eben die Lockerheit und ein bisschen Aroma. Also die drin ist, soll arbeiten, die muss ich nicht weiter vermehren. Genau. Wir okay. haben die reingewogen und mehr brauchen wir gar nicht in dem Fall. Ja, und jetzt schütte ich einfach das Wasser hier so ein bisschen über die Hefe. Die löst sich dann gleich mit auf. Und das war auch schon das ganze Know-how beim Rezept. Und bevor das jetzt in Arbeit für mich ausartet, würde ich sagen, ich übergebe das Zepter hier. Aber wie ist denn das? Ich habe das jetzt von einigen schon gelernt, man braucht eine Autolyse. Ja. Ich brauche eine Autolyse, damit ich nicht mehr so viel kneten muss. Also sprich, kurz vorverknet, also so ein bisschen so und dann stehen lassen und dann macht das die Arbeit von alleine. Das ist genau sowas, was alle Leute oder viele Menschen vom Backen fernhält. Das sind alles tolle Sachen. Ja. Autolyse ist dazu da, dass das Mehl schon mal das besser fassen kann, das Wasser, dass das Klebegerüst, das Eiweiß da ganz gechillt ein bisschen das aufnimmt, ist also für Saftigkeit. So wie ich das verstanden habe, also quasi Mehl und Wasser nur ganz grob miteinander vermengen und erstmal stehen lassen. Genau. Das ist quasi Autolyse. Ja, das ist schon mal ein bisschen chillen. Also Zeit ist ja grundsätzlich, wir reden jetzt vom einfachsten Brötchen der Welt. Mhm. Das ist mit dem wenigsten Aufwand, der möglich ist, das bestmöglichste Ergebnis machen. Da kommt kein TK-Brötchen, Discount-Tankstellen-Ding ran. Das ist jetzt ja wohl kein homogener Teig oder ist es fertig jetzt? Nee. Und das ist ja genau das, was wir wollen. Es muss nicht fertig geknetet sein. Mhm. Das passiert jetzt im Kühlschrank während der langen Gare. Und lange Gare ist immer gut, denn dann wird der Teig, und das ist immer lange kalte Gare im Kühlschrank. Ich werde ganz oft gefragt, muss Hefe nicht warm und so. Das war früher, das hat man früher gemacht. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir wollen nicht schnell auf den Ofen zuarbeiten, sondern, also wenn man von Arbeit sprechen kann, das war jetzt ja wirklich easy. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber das ist ja fantastisch. Also das war die Arbeit des Teigzubereitens. Hiermit ist das abgeschlossen. Die meiste Arbeit ist tatsächlich jetzt gemacht. Jetzt brauchen wir eine verschließbare Dose, ich einen Topf. Ich habe da mal was vorbereitet. Dass wir es gegen Zugluft schützen, da packen wir es rein. Die habe ich leicht eingeölt, dann flutscht er morgen besser raus. Also morgen heißt mindestens 10 Stunden und da wird der Teig oder besser das Brötchen länger frisch haltend. Es hat mehr Aroma und es ist besser bekömmlich. Denn weil es der Teig sich entwickelt. Genau, es gibt ja gewisse Stoffe im Weizmehl oder im Dinkel, auf die manche, ganz wenige Menschen reagieren und zwar unverträglich. Und die werden ganz natürlich bei langer Reife von der Hefe wegverstoffwechselt, umgewandelt in was Gutes. Also auch Alkohol sonst zum Beispiel. Probleme haben mit glutenhaltigen Produkten, die genau. jetzt sagen, das ist mein Produkt. Da liegt es oft gar nicht an den Gluten in Wirklichkeit, sondern wie wurde der Teig gereift, behandelt oder verarbeitet. Deckel drauf, dass er nicht abtrocknet im Kühlschrank und rein damit. Jo. Zack. Tada. Axel, was ist das hier eigentlich? Ach, das ist mein Würfelchen Hefe. Hast du hier noch einen Block Feta mitgebracht? Nein. Wir werden ja noch ein bisschen backen. Das ist eine Tonne, Alter. Heute wird produziert hier. Ja, du meinst, mit diesen 10 Brötchen, da kommst du heute hier raus. Was ist das? Das ist größer als mein Kopf.
Ein Kilo. Guckt Hefe. Euch das mal an. Jeder im Kühlschrank. Was ist? Ein Kilo? Ja. Ein Kilo Hefe? Jeder im Kühlschrank. Wir haben natürlich mal was vorbereitet für euch. So sieht er aus. Und habt ihr gemerkt, bisher gab es noch überhaupt keinen Schmutz in der Küche. Alles noch sauber, alles schön. Das und schaut euch mal diesen geilen Teig an. Bäckerporno pur. Ein bisschen Mehl brauchen wir noch, um die Brötchen jetzt zu händeln, dass sie nicht am Tisch kleben, dass sie nicht an den Händen kleben. Denn da, und das ist auch so ein Bäckertrick, geht ja auch wieder Volumen verloren. Wir sind jetzt wirklich zärtlich. Deswegen etwas Mehl auf dem Teig. So. Etwas Mehl auf unseren Arbeitstisch. Und jetzt keine Panik, keine Hektik. Einfach vorsichtig mittig. Und er kommt ganz entspannt. Guck mal, wie schön das aussieht. Und da hast du dein Klebergerüst. Hier siehst du das. Das hat sich jetzt durch die lange Gare ganz locker gebildet, ohne großes Kneten. Jetzt müssen wir auch arbeiten, jetzt muss es auf den Ofen zugehen, denn jetzt drückt auch das Eigengewicht drauf. Das heißt, der Ofen sollte spätestens jetzt an sein, 250 Grad Ober-Unterhitze, falls ihr einen Pizzastein habt, mit aufwärmen, ansonsten denn einfach hier das kommt Blech. Der Trick, muss man mal sagen. Hier ja, kommt ja. Der Trick. Also wir dann auf jeden Fall das Blech mit heiß machen, wenn ihr keinen habt, denn wir brauchen Unterhitze. Das heißt, die Feuchtigkeit muss von der Hitze sofort quasi verdampft werden und wie ein Luftballon von innen das Gebäck aufblasen. Nennt also sich so Ofentrieb. Pizzaofen. Nennt sich Ofentrieb. No? Deswegen haben wir jetzt hier auch unser Backpapier oder eine Backmatte und halten das schon mal bereit. Kannst du schon mal hier herlegen. Machen wir. Da erkennt man auch, dass es hier eher eine Küche als eine Backstube ist. Hier hast du keine Backmatte? 5 Quadratmeter Herd und hier Arbeitsfläche 20 cm. Ja. Ja, schön, schön. Also gut, Mehl ist drauf. Und jetzt teilen wir das ein in so viele Brötchen, wie wir wollen. Ich mache da jetzt mal 8 Stück draus. Mhm. So, das teile ich mir mal so ganz grob schon mal an. Wir haben einen Ausbildungsvertrag dabei. Also wenn du noch mal umschulen möchtest. Ein bisschen. Ich habe überlegt, so ein Praktikum. So einen Tag lang in der Bäckerei oder mal eine Woche. Bist herzlich eingeladen. Ja? So. Also ich sag mal so, bei 10.000 Likes wäre ich bereit, dass wir in die Backstube von Axel gehen für 24 Stunden. Ja, du kannst auch 24 Stunden arbeiten bei mir, ist kein Problem. 40. Oder Oskar, ist das, kriegen wir das hin? Ihr habt es gehört. 48? Also lasst mal Liebe da. Ja. Auch bei mir, bitte. Aber hauptsächlich jetzt hier unter dem Video. Dann machen wir es wirklich. Dann gehen wir für 48 Stunden zu Axel in die Backstube. Ja, aber volles Programm. Alles, was wir da haben. Das ist nämlich eine ganz besondere Bäckerei. So, ich habe das jetzt auch so ein bisschen aneinander oder voneinander weggeschoben, dass es nicht sofort wieder zusammenkleben würde. Das ist auch ein kleiner Trick, gar nicht schwer, aber muss man halt machen, sonst klebt es wieder und das Volumen geht verloren. Und jetzt packe ich mir auch wieder meine einzelnen Brötchenstücke so ein bisschen weg, teile die ab, so, dass sie jetzt nicht zusammenkleben und dann geht es auch schon ans Formen. So, und jetzt setze ich hier das Teigstück an seinen letzten Standort mehr. Veränderung gibt es hier nicht, außer das Formen. Also das ist jetzt der einzige Moment, wo ich den Teig im Prinzip anfassen muss, ne? Ganz genau. Das sieht aber spannend aus. Einfach über Kreuz und von der anderen Seite auch noch nicht mal rundformen so oder drüber. So? Nein, das war's. Das Rundformen, was du jetzt machen wolltest, würde wieder alles zerstören, was wir an Volumen, Lockerheit da drin haben. Aber wie sieht denn das aus? Das sieht am Ende gut aus? Das sieht geil aus. Wir haben das Schöne daran, wir haben solche Enden, ein bisschen dünnere Stücke. Da wird es dann so ein bisschen dunkler abkaramellisieren. Wir haben Aromen durch Rösten. 80% des Aromas beim Brot wie beim Brötchen kommen von der Kruste. Maillard-Reaktion. Röstaromen. Ja. Geil, lecker. Je dunkler gebacken, desto mehr Röstaroma und ein bisschen knackig soll es ja auch sein. Deswegen knacke heißer Ofen. Also Teigstück hier aufs Papier. Und dann nehme ich zwei Ecken, ziehe die so ein bisschen nach oben und lege sie übereinander ab. Bringe ich ein bisschen Spannung auf den Teig. So. Also einfach nur zweimal diagonal rüber. Und das war's. Und das sieht doch jetzt schon geil aus. Ja, du hast recht, so ein bisschen wie so ein Pain au Chocolat auch so, ne? Einmal rüber. Ja. Oh, jetzt. Und. Ja. So, dalle. Guck mal. So. Das ist doch hier wie, also ich bin jetzt schon wie ein echter. Traumhaft. Also, heißes Blech. Jawohl. Raucht schon. Achtung, heiß. Zack. Zoom machen, keine Hitze sehr verlieren. Sehr gut, sehr gut. Das ist halt Teamwork. Oh so Mann, schaut's das aus. Ist das Teambuilding-Maßnahme. Schneller, schneller, schneller. Und sehr gut. Hopp. Ich habe hier noch einen Tropfen Wasser, ca. 40 Gramm. Für den Dampf in der Backkammer, denn die ist ganz wichtig. Was bringt das? Dass wir schön und zu. Zack. Und jetzt haben wir schöne, feuchte Luftatmosphäre da drin. Und das Brötchen kann dann schön aufgehen, weil es keine trockene Hitze hat, die das Brötchen gleich festbeckt. Und dann wird es nämlich wie in einem Korsett stecken. Und unsere ganze Luft, unser Dampf innen drin, würde seitlich irgendwo ausbrechen. Das Brötchen würde klein bleiben, nicht glänzen und auch nicht so schön braun werden. Und würdest du es bei jeder Backware empfehlen, so einen Schuss Wasser mit reinzuschmeißen? Alles, was Brot und Brötchen ist, ist auf jeden Fall Dampf, Schwaden in der Fachsprache. Mhm. Ganz, ganz wichtig, fundamental. Ob man das so macht
oder auf tausend andere Art und Weisen, sei dahingestellt, aber das ist wieder fortgeschritten. Wir machen ja das einfachste Brötchen der Welt und gleich ist es fertig. Ich bin richtig gespannt, wie es aussieht. Wollen wir sie rauslassen? Wir lassen sie raus. Juhu! Oh, guckt euch das an. Könnt ihr das riechen? Also, stellt euch das vor, ihr habt morgens einfach eigene Brötchen, die so aussehen, das kriegst du nicht besser gekauft. Also bei dir vielleicht, aber... Also ich habe gesagt, Knack und Back und das kannst du vergessen. Diese aufgetauten TK-Dinger. Ich hole das raus. Ne? Einmal das, es riecht lecker, es war kaum Arbeit. Das kannst du, wie gesagt, ja, es ist abends in den Kühlschrank, morgens in den Ofen. Hört mal, ist das nicht ein Brett? Ich mache mal eins auf. Verbrennen wir jetzt für euch die Finger. Guckt mal her, ist das nicht geil? Und ihr habt es gesehen, keine Arbeit, also kaum Arbeit. 5 Zutaten, 10 Minuten Handwerk, bisschen Kühlschrank, bisschen Backen. Jetzt leicht verbrannte Hände. Nee, also ich bin da bulletproofed als Bäcker. Ne? Das ist ein bisschen Übungssache. Boah, das ist ein Crunch. Hört ihr das? Bisschen Butter, etwas Salz. Jupp, Hammer. Mehr brauchst du nicht. Traum. Schnittlauch vielleicht noch, das war's. Nebenbei, so ist es sogar vegan. Das war's hier von uns mit den einfachsten Brötchen der Welt. Vielen Dank an dich. Sehr gerne. Schaut bei Axel vorbei und ansonsten schaut mal hier oben vorbei. Denn da sage ich euch, wie man sich einen Tag lang vegan ernährt, mit allem drum und dran. Und da unten sagt euch Chris Washington, wie man den besten Tofu zubereitet und woran man ihn erkennt. Bis bald, auf Wiedersehen, tschüss.